Ja, da wäre ich wieder, ne? Die 5 Tage sind rum. Happy Wheels ist wieder da. Los geht's. Boxschläng. Das sollte Challenge heißen. Ach so. Boxchill. Ach sowas, ey. Och nee. Aber ich zeig das schon allein wegen des Schreibfehlers. Schläng, ey. Schläng. Also, rein. Rein. Mann, ey. Da war die Kette noch aus irgendeinem Grund, aber ey. Ja, so viel dazu. Freezing Fall. Wow, die Framerate leidet auch überhaupt nicht darunter, wenn irgendwie Millionen Kleinstteile auf einmal sich bewegen. Ne, auf keinen Fall. What the hell? Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie mich aus dieser Situation befreien kann. Ich. Doch, da hinten ist noch was frei. Aber jetzt steckt mein Arm natürlich genau hier fest, ey. Ja, komm da hinten raus, da hinten raus. Jo, da genau, da, genau da. Oh, da, 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 da. Jawohl. Ja, guck, 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 guck. Jo. Popcorn Lost. Sollen die Münzen das Popcorn darstellen? Da braucht man aber sehr viel Vorstellungsgabe für. Oh Mann. The Adventure Full. Geil. Oh, was ist das denn da unten? Hi! Ich bin mal rüber. Ja, das war fast schon gut. Ich fahre auch so komisch auf diesem Gras da, weil das so gestrichelt ist. Da fährt man nicht glatt drüber, ey. Hä? Egal. Oh, da rein, da rein, da rein! War das eine Endboss-Anzeige da, wie viele Energiepunkte ihr noch hat, weil das nicht funktioniert hat, wenn es so ist. Okay, was muss ich hier machen? Ja, man weiß bei dieser Map so gut, worüber man fahren kann und worüber nicht, ne? Das ist halt blöd. Ja. Ach so, ich soll durch das Loch kommen. Toll, ich hab gedacht, wenn der Speer drauf fällt, ist es eine Brücke oder sowas. Jungle Adventure Part 1. Geil. Hier, das ist der Jungle-Typ, dachte ich, bis ich festgestellt habe, dass man mit dem Pogo-Guy machen muss. Ach, sehr schön, ne? Dann musst du halt die Jungle-Prüfung machen. Hey, die Dschungel. Ja, gut. Keine Referenzen hier, bitte. Ach, guck mal einer an, auf diesem. Roten Strauch ist ein ist eine Mine. Wow. Tja. Oh, weg da. No. Schön. Scary Street. Welcome to Scary Street. Ja, da ist ein Opa in der Mülltonne. Das ist scary. Was ist. Hä? Wo ist die Scariness? Hallo? Ah ja, scarier geht's aber nicht, ja. Ist Tim Peak. Was? Egal. Wow. Geiles Konzept, geiles Konzept. Sky High. Mutti. Oh Gott. Wieso habe ich jetzt schon wieder so ein Level, was so komisch gezeichnet wirkt, wie das eine Adventure-Level heute schon? Ja, wow. Soll ich nicht eigentlich einen Pogo-Guy nehmen dafür wieder? Aber ich komme anscheinend auch so zurecht. Es sei denn, ich falle wieder auf die untere Plattform. Komm jetzt auch da. Ja, geil, ey. Geil. Minispiele. Schön. Ich werde mich freuen, wenn ihr auf weiter wirft. Okay, wer sagt das? Nix tot. Three Balls, warum ist es auf einmal Englisch? Three Balls. Nix, tot, Sieg, tot, kein Sieg, Sieg in einer anderen Schriftart. Weiter, Five Balls, tot. Nix. Oh, jetzt schiebt die nicht dumme Dinger dann nach hinten. Sieg, tot. Ja. Wow! Der ist von da hinten abgeprallt und bis zurück, ey. Unglaublich. Wieso sehen die Bälle so anders aus als die Fußbälle? Was hat der da denn gemacht? Hat er ja custom was drauf gepinselt oder was? Ja, schön. Schön, weiter, komm. Muss auch bitte weggehen, sonst falle ich da nicht hin. Okay, jetzt spielen wir Basketball oder auch nicht. Es geht einfach weiter. Bitte ihn als letztes. Warum denn? Meine ich. Meine ich. Nö. Na, die sind jetzt beide umgefallen. Zählt das, dass ich die getroffen habe?
Ach, shit, das sieht nicht gut aus. Jawohl, geil. Komm, ja, komm, 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 komm. Vorsichtig fahren. Shift ist Shot. Ich glaube, das sollte Shot auf Englisch heißen. Und da steht jetzt, ja. Ich hinterfrage einfach gar nicht. Einfach los. Ich muss noch schießen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich war ganz vertieft in dieses geniale Level. Fährst du da bitte noch hoch? Danke. Coin Rope Swing, was? Achso, ich muss Coins dann sammeln, während ich den Rope Swing mache. Ja, den man genau auf dieser Seite machen sollte und nicht auf der anderen. Machen wir es einfach so. Was zur... Freeze Ray Demo. Das war sehr realistisch, wenn ich die Waffe über ihn geworfen habe, dass dann der Strahl waagerecht kommt. Human Red... ja, Human Red Hunt, genau. Nee, Human Head Run. Oh. Das war sehr gut. Ich bin wirklich auch sehr viel Köpfen gerannt. Bulls Row February. Und dann schauen wir mal aufs Datum. Der Februar ist noch nicht ganz. Aber hey. Achso, ich muss auf Start. Ich hatte so Level, wo man auf Start klicken muss oder sowas. Click to fix. Was zur Hölle? Warum muss ich jetzt schon wieder auf irgendwas klicken? Ja, es hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Kill Billy. Oh, shit. Zema Cup. Win 4 Ball. Ich werde das ja wohl schaffen, jetzt mit einem Ball darüber zu kommen. Like. Swings of Wonder. Okay, das ist scary. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt eine Rope grabben muss. Oh, wow, was ist das, ey? Nein! Perfekt, ich hoffe, das ist das Ziel jetzt, weil noch besser kann ich es nicht als das. Ja, vergiss es. So what? Geil, 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 geil. Perfekt getroffen. Yo! Oh. Contest Darts. Das wird jemanden ganz besonders glücklich machen. Dieses Level. Oh. Muss ich aus der Dartscheibe fallen jetzt, oder was? Ich glaube, da war tatsächlich was in der Mitte. Ich bin einfach drüber geflogen. Ich glaube, ich war zu gut für das Level durch den Turbo, den man hier hat. Ja, da ist eine Dartscheibe. Boah, man muss echt genau ins Bullseye treffen, das ist echt nicht einfach. Okay Leute, jetzt hört bitte gut zu, denn die Sache wird minimal kompliziert. Das Video war bisher nur 7 Minuten und 51 Sekunden lang. Und da das natürlich zu kurz ist, nehme ich jetzt im Nachhinein zusätzlich was auf, um wenigstens auf ungefähr 10 Minuten zu kommen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie konnte ich mich diesmal so verschätzen und nicht mal 8 Minuten aus dem ursprünglichen Material rausziehen? Die Antwort darauf bekommt ihr am Ende. Benjamin Seidoff. Sandwich lecker. Ich sehe schon, dass man eine gute Idee noch was dran zu hängen, wenn bereits das erste Level sowas für uns parat hält. Hier. Ich hätte auch die Einkaufstaschenfrau nehmen können, aber das war mir ein bisschen zu offensichtlich, weil es um Sandwiches geht. Wir sind immer die erste Wahl nehmen. Aber technisch gesehen ist er die erste Wahl, weil er der erste Charakter in der Liste ist. Okay, wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Na, so nicht. Aber da war eh das Ziel, von daher ist mir egal. Bubble Run. Ach, ich sehe schon, das ist einfach ein Harpoon oder Silberbläschen dran. Das ist ja richtig kreativ. Aber die sehen ganz schick aus eigentlich. Das muss man dem lassen. Ach, ja. Wow. Wow, wow. Mir steckt eine Harpune im Ass. Wow, wow, wow. Wow. Woohoo. Und da haben wir's. The Dark Ghost. Okay. Sind das die Dark Ghost? Wieso kann ich einfach durch sie durchspringen? Leute haben sehr viel Angst, das merkt man. Hä, wieso ist hier ein Bankräuber, wenn gerade mitten eine Alien-Invasion stattfindet hier? Wieso ist da einfach dann ein Bankräuber? Ich hoffe, ich falle jetzt nicht ins Nichts. Doch, ich falle jetzt nichts. Und ja. Ey, ein Bauchstamm. Kann ich den wegkicken einfach? Nee, das ist doof, dass der dann jetzt so im Weg steht. Wie soll ich denn genau da drauf landen? Auf diesem einen Fleckchen da. Ach so, muss ich gar nicht. Gut. Ich habe keine Ahnung, was die Aliens wollten und warum ich jetzt einfach ins Ziel denn komme, ohne was gegen die Alien-Invasion zu unternehmen. Aber muss man ja auch nicht hinterfragen alles.
Expect the unexpected. Das habt ihr nicht erwartet, ne? Ich hab schon mal so unerwartet. Wow! Das ist. Okay, ich hab Pogo Lukok. Das erinnert mich an ein Video von Lux Like Ding, wo er Poco Loco Labyrinth sagt. Das klingt voll lustig. Poco Loco Labyrinth. Letzte Map für heute: Annoying. Das klingt ja sehr einladend. Was ist das? Ach, das sind Schwerter. Oh, sehe ich das? Muss ich nicht verstehen, oder? Wieso bin ich. Wieso habe ich jetzt ein Ziel bekommen, wenn ich nach da gesprungen bin? Ich will mal da hoch eigentlich. Das kann gar nicht so annoying sein, das Level. Ich hatte schon ein Level, das wesentlich schlimmer war. Und das habt ihr noch nicht gesehen. Jetzt fragt ihr euch, was da los ist, ne? Aber ich sag noch nichts. Ich will mich ein Stillschweigen. Ja, okay. Doch. Sehr gut. Dann war's das mit dieser Folge Happy Wheels. Und jetzt seht ihr noch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in einer Woche erwarten wird. Oh Mann! Jetzt reicht's mir langsam!